Meine lieben Phantasmagoria-Fans, meine lieben Adrian Delaney-Fans, guten Tag. Wir waren shoppen beim letzten Mal. Wir haben hier ein schönes Kruzifix gesehen, aber das Ding kostet 1000 Pfeifen. Und das ist ein bisschen zu viel für uns, obwohl wir eigentlich ein berühmter Fotograf in der Familie haben. Wir sind ein gut bezahlter Schriftsteller und wir haben keine 2000 Pfeifen für so ein schönes Kruzifix. Das ist, die Ente finde ich geil. Hallo Frau Ente, sonst irgendwas, das uns hier angucken können, können wir nicht. Gut, dann gehen wir wieder raus. Wir waren jetzt, das ist die Louis Antiquitätenladen, okay. Wir sind gewesen in die Gemischtwarenhändler bei Harp und wo kam das bei Rob? Moment, wir gehen aber zu diesem, wir müssen nochmal zu dem schmierigen Wichser, ob der noch, weil es sind doch ein paar Schlüssel, die wir noch nicht da, wir müssen uns den nochmal geben, den Drecksack. Der ist zwar der schmierigste im ganzen Spiel einer, aber... Hey, du Pissbirne. Duzi, duzi, du. Ein bisschen hier. Ah, hier mit der Nase. Mach mir die Blase hoch. Ah, ich liebe, wenn du mir die Blase machst. Oh. Entschuldigung. Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich einen Kunden hier habe? Das sehe ich. Ich auch. Ich weiß selbst nicht, was ich hier will. Was soll ich schon von Ihnen brauchen? Gut. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Bei deinem Hintern. Und diese Beine. Ich liebe sie. Mach mir die Blase. Ja. Widerling. Mach mir die Blase. Adrian, machst du mir auch die Blase? Ja, das ist halt, wie ich schon sagte, schmierig, widerlich und disgusting. Das ist, ich will den Leuchtturm, der ist so schön rot geringelt und ich möchte, ich hätte, bei uns gewinnen, waren wir schon? Ja. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal zu Melken, vielleicht können wir da nochmal rein, ne? Der Hund ist, denke ich, mal weg. Kommen wir hier in den Briefkasten, können wir nicht mehr, wir kommen da nicht mehr rein. Wir können nur zurück, der Fall geht nur zurück, das ist nicht gut. Gut, dann werden wir fahren in die Heimat, ne, in die Haus, in die Kanu, was ich besitze. Und werden schauen, was wir so, ne, das ist alles, ja. Der BB, ne, legt langsam die Rückwärtslichter an und willkommen zu Nipper Wormset, ne. Wir verlassen jetzt Nipper Wormset, nicht wirklich, aber ein Teil, ne, kennt das ja, die Seele geht zu Fuß zurück, ne. So. Dann mein Vorschlag zur Güte, haben wir die Spieluhr haben wir uns in dieser, haben wir uns schon angeguckt im Kapitel, ne? Aber war die Scheune nicht mal zu? Freunde, die Scheune war doch letztes Mal zu, oder nicht? Dann Delaney, Adrian... Hallo? Anybody in here? Hallo? Ah. Ist da jemand? Was war das? Da raschelt doch was, Freunde, raschelt doch was. Okay, ein schöner Alter. Da hat doch was geraschelt, Freunde. Es hat doch was... Was ist das? Da oben liegt eine Leiter. Freunde, ihr hört doch was rascheln, oder? Hab ich schon so an einer Waffe, dass ich hier ein Rascheln höre? Das... Kleiner Kran. Warai. Wer ist hier im Rasseln? Ich hab Angst im Rasseln. Ich muss singen sonst. Das will keiner hören. Oh, wir können da reingehen, okay? And the sun is singing in the way.
Hallo? Hallo? Is there anybody out there? Freunde, da ist doch was am Rascheln hier. Ich bin doch nicht bekloppt. Ich bin doch irgendwie... Jetzt geht er mal... Spaß! Hast du mich erschreckt? Boah, mich erstmal, Freunde. Tu das bitte nicht mehr, Kleiner. So ein gutes Kätzchen. Also noch so ein Jumpkill überlebe ich nicht, Freunde. Das... Spaß! Und selbst die Katzen drehen hier durch, Freunde. Das ist doch nicht normal. Aber war der, der geraschelt hat, der Spaß? Oder heißt der Spaß? Oder wie heißt der Spaß? Ich weiß nicht, Spaß. Er hat mich fast zu Tode erschrocken. Das ist. Nee. Können wir sonst nichts mehr gucken hier? Moment, okay, das ist aktuell. Angeguckt haben wir es uns schon. Was ist da jetzt so noch drin? Ich will nochmal reingucken. Adrian? Noch so ein Jumpscare und ich bin toter Mann, Freunde. Das könnt ihr aber glauben, ey. Okay, aber wir können hier noch weitergehen. Da scheint nichts zu sein. Das ist eine wunderschöne Wagen. Das ist, Oh, what is that? Eine Cookingstelle? Gucken wir mal. Haben wir Zigarren, Freunde? Don, erschreck mich nicht so. Ich versuche nur, dich wachsam zu halten. Aha. Man kann nie wissen, wer gerade herumschleicht. Stimmt. Herumschleicht? Wie du? Nicht wie ich, Adrian. Merkst du es denn nicht? Wir sind nicht allein auf dieser Insel. Es sind wohl nur Landstreicher. Ich glaube nicht, dass sie noch hier sind. Das wäre auch besser. Wenn ich hier so einen Arsch kriege. Dann nicht. Komm her, Liebling. Die sind doch sicher schon weg. Du weißt doch, wir haben immer noch unsere Wachkatze Spaß. Ja, richtig. Ich glaube, er hat ein kleines Aggressionsproblem. Kann das sein? Dawn? Spaß. Aha. Ich hab zu arbeiten. Und ich mag nicht, wenn du hier rumhängst, Adrian. Du bleibst oben im Haus. Mal, dass du ein Dachschaden, bin ich dein Leibeigen oder was? Du bleibst oben im Haus. Wo kommt man da hin? Okay, da kann man nicht mehr gucken. Da hat der hier voll gewütet, das ist ja unglaublich. Der. Ihr gebt doch zu, er hat sich verändert. Ne? Also er ist nicht mehr so entspannt, wie er mal gewesen ist. Ne? Das ist. Okay, also hier war irgendeine Cookingstelle. Adrian vermutet ein paar Landstreicher. Ne? Könnte sie recht mit haben. Würden wir bitte vielleicht rausgehen, Mr. Delaney? Dankeschön. Aha. Okay, wo kommen wir jetzt hier noch hin? Sollen wir Dawn jetzt noch seinen Abflussreiniger geben? Aber. Ich bin nicht sicher, ob das ist Schwefelsäure. Der hat ja gesagt, ne, wenn so ein Typ fehlt, dann kann man sich das ist. Ich finde diesen Schwenk immer noch wieder schön. Das ist alte Sentimentalität. Das ist Alterssenilität, Kreisigkeit. Das ist. Ja, das kommt vor. So, pass mal auf. Sollen wir mal zu Dawn hochgehen und gucken, ob was er zu dem Abflussreiniger sagt? Er sagt, du bleibst hier und gehst ins Haus. Haus. Okay. Das waren die Zimmer. Ne, wir gehen erstmal weiter. Erstmal gehen wir weiter geradeaus. Der macht die Tür jetzt immer zu, ne? Er hat doch geheime Sachen am Kochen, ne?
Hey, du Penner, hier ist ein Dry Cleaner. Verdammt, verschlossen. Was willst du? Ich bin beschäftigt. Reiß dich zusammen, Don. Hier ist der Abflussreiniger für dich. Gott. Ja. Danke. Liebling, fühlst du dich in Ordnung? Tut dein Kopf noch weh? Adrian, lass mich in Ruhe. Mir geht's gut. Na, wie wär's mit Essen? Warum kommst du nicht runter und hilfst mir? Ein bisschen Pasta, kleiner Salat, Vino? Ja, hört sich toll an. Ruf mich, wenn du fertig bist. Endet hier auch schon, echt schon, war Ende schon. Jetzt hoffe ich, muss ich nicht die CD wechseln, sonst gibt es wieder ein Drama. Ich gehe mal auf Weiterspielen. Aber ne, ich muss wahrscheinlich dann die CD wechseln. Ich gehe trotzdem mal auf Weiterspielen. Okay. Liebe Leute, wir machen mal Folgendes. Wir haben zwar noch keine 15 Minuten, aber ich werde jetzt mal ganz kurz hier die Aufnahme unterbrechen und dann gucke ich mal, dass die Geschichte ans Laufen kriegt. Liebe Leute, wenn wir uns nicht mehr wiedersehen, dann wir sehen uns wieder. Ciao, ciao. Ein toller Tag für ein Picknick. Findest du nicht auch, Liebling? Ja, vermutlich. Es tut so gut, dich da mal aus der Dunkelkammer rauszubringen. Heißt das? Ich habe zu arbeiten, Adrian. Ich bin noch nicht fertig. Don, es kann warten. Du brauchst mehr Zeit, um dich zu entspannen. Du bist so abgespannt. Ich habe Termine. Kannst du das verstehen? Ich werde nicht wie ein König behandelt, wie du von deinem Herausgeber, der dir nur den Hintern küsst. Don! Wieso sagst du das? Natürlich verstehe ich deine Termine. Liebling, was ist denn los? Ah, nichts. Nur ein bisschen Kopfweh. Aber... Ich gehe und leg mich hin. Vielleicht hast du recht. Ich brauche etwas Ruhe. Und damit, meine Leute, liebe Leute, seid mir ganz recht herzlich willkommen zurück. Beim CD-Wechsel ist es immer so ein bisschen problematisch, aber wir sind jetzt hier im dritten Kapitel, zu dem ich euch ganz recht herzlich begrüße. Und ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie es funktioniert. Das heißt, beim nächsten CD-Wechsel weiß ich Bescheid. Ne? Und ja, wir sind mit einem Picknick angefangen. Spaß war da, ne? Der Kater, ne? Und Don ist, wie zu erwarten war, nicht... wirklich so besonders gut gelaunt, ne? Scheint ein paar Probleme zu haben und ja, die gute Adrian steht jetzt hier mehr oder weniger rum. Wir haben irgendwas rascheln gehört und gesehen, da ist irgendwas. Und wissen ja, dass wir möglicherweise nicht ganz allein auf dieser Gegend sind, auf dieser Insel, wie Dawn sagte, ne? Wir haben ja was, ja, irgendwie eine Feuerstelle und so in der Scheune entdeckt und wir gucken uns dann da auf jeden Fall mal ganz in Ruhe um, was da so passieren wird. Das allerdings erst in der nächsten Folge. Ich wollte mich jetzt noch mal kurz zurückmelden, euch herzlich im dritten Kapitel willkommen heißen und dann, ja, dann schauen wir mal, liebe Leute. Und das, habt ihr gemerkt, dass der gesamte Ton härter geworden ist und das war erst die Spitze des Eisbergs. Vertraut mir, es wird
Einige haben ja schon kommentiert, ne, dass sie dann doch ein bisschen schlechte Gefühle haben, dann was da so passieren wird und... Diese Gefühle sind nicht unberechtigt, liebe Leute. Ich sag jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge müssen wir mal gucken, wer da eventuell sich hinterm Gebüsch, hinterm Baum oder sonst wo versteckt. Irgendwo habe ich aber das Rascheln gesehen, gehört und das ist ganz schrecklich. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Halt dich wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spiegel 45. Keine Angst, I'm not afraid. No, no, no. This is bye, bye, meine lieben Leute.